So, hallihallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Diesmal ist es Stranded Deep. Also Stranded Deep, ja. Das ist ein weiteres Spiel aus der Survival-Reihe. Und, ja. Wie schon gesagt, man muss dort überleben. Und das Spiel, ist an drei Spiele angelegt. Also einmal an The Forest, an Subnautica und an Raft. Ja, man startet mit einem Flugzeugabsturz. Und überlebt dann quasi, indem man von Insel zu Insel fährt, aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich musste noch mal neu anfangen, da ich jetzt vorher ein paar, weil die letzte Aufnahme scheiße war, habe ich mir noch mal angeguckt und habe dann gesehen, nee, war nix. Und ja, jetzt muss ich aber erst noch mal eben kurz hier die Sachen runterlassen. So, und wir starten jetzt. Ich muss noch mal neu anfangen. Ich konnte nämlich nicht speichern, da ich nämlich nicht rechtzeitig ein Dings bauen konnte. So ein Shelter. So. So, das Erstellen einer neuen Welt löscht jede bestehende Speicherdatei. Ja, möchten wir. So. Es wird jetzt einen Moment dauern. Wahrscheinlich werde ich das auch rausschneiden. So. So. So, Dille, da sind wir und wir starten jetzt in einem Flugzeug. Wie schon gesagt, bei The Forest war das auch so, nur, und das Prinzip ist das gleiche. Ihr seht es, wir stürzen ab. Und mit einem Rums. Na, wo bleibt der Rums? Starten wir ins Abenteuer. So, jetzt sind wir noch im Flugzeug drin. Sind aber noch am Leben und müssen jetzt raus aus dem brennenden Wrack. So. So, wir können tauchen. So, und wir erreichen das Schlauchboot, das da so rumschwimmt. Und jetzt müssen wir halt überleben. So, das geht vollkommen schneller voran als beim ersten Mal. Da hat das richtig gerödelt. So, jetzt starten wir wieder auf unserem Floß. So, und ich habe mich schon mal mit der Steuerung vertraut gemacht. So, mit E steuern wir. Mit den Pfeilen, mit WASD steuern wir.
Und unser erstes Ziel ist diese Insel hier. Wir werden auch noch auf eine andere Insel umziehen. Aber jetzt müssen wir erstmal an Land kommen. So. Sodele, den Haken halten zum Anbringen. So. Und jetzt ab dafür. So. Prinzip wie beim letzten Mal, erstmal Ressourcen sammeln. Ziehe das Floß an Land. Ja, das muss ich dann machen. Indem du den rechten Mausbutton hältst. Aber also das hätten sie dann auch. Also das hättet ihr dann auch dann richtig übersetzen können. So, sammle Ressourcen. So, hier läuft auch noch eine Krabbe rum. Zu der kommen wir später. So, zum Aufnehmen. So, so. So. So, den Stock, den können wir ja in Händen halten, ist ja kein Problem. Während wir die Ressourcen aufsammeln. So. So, Planken nehmen wir auch mal mit. So. So, und jetzt craften uns erstmal was. So, mit der Tab-Taste können wir das Inventar öffnen. Mit C machen wir das Inventar auf. Das Crafting. Das zum Craften auf. Und jetzt können wir auch. Jetzt haben wir unser erstes Werkzeug hergestellt. Das rüsten wir jetzt aus. Und sammeln jetzt erstmal ein paar Stöckchen. So. So, dele. Da liegt auch noch ein Stock. So, Baumfikus. Den werden wir jetzt auch mal eben kurz absensen. So, die Werkzeuge, die nutzen sich auch jetzt noch ein bisschen ab. Das kommt noch dazu. So, 1, 2, 3. Ah, da ist eine Kartoffel, die nehmen wir uns später. So. So. So, dele. Was bauen wir uns jetzt als erstes? Also, es wäre natürlich sinnvoll, sich erstmal einen Unterstand zu bauen. Dann kann man nämlich auch direkt abspeichern. Baumjuka. Erstmal den. Da brauchen wir dann auch. Da brauchen wir auch noch das Blattwerk von. So. Das nehmen wir uns auch nochmal. So. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. So, manchmal in dem Grün sind die so schlecht zu sehen. So. Nicht beachten, das ist nur der Aufzug. So, jetzt machen wir uns erstmal noch ein. Erstmal ein Seil. So, jetzt machen wir uns erst nochmal ein Seil. Nein! So. So, C, Crafting. Ist alles noch ein bisschen kompliziert. Alles ein bisschen kompliziert. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. So, jetzt brauchen wir auch noch mal so, dele. Jetzt brauche ich auch noch mal ein bisschen, jetzt muss ich mir auch noch mal ein paar Palmblätter hier besorgen, damit wir hier auch noch, und hier sind, da finden wir sicherlich noch
Also hier die Setzlinge. So. Den Setzling. Wo ist noch einer? Irgendwo hatte ich noch einen gesehen, als ich hier über die Insel... Ah, taperte hier. So. Ja, hier findet man aber so viele schöne Ressourcen. Abfallgewält. Das können wir auch nochmal später nehmen. Jetzt müssen wir erst noch... Jetzt muss ich erst nochmal... vielleicht gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal auf der Insel bleiben. So. Stein. So. So. So, Crafting. So, jetzt... Unterschlupf. Ich hab doch Palmwedel. Moment, ich brauche Palmwedel. Ah, Moment. Das heißt, ich müsste mir jetzt erstmal eine Axt machen. Ich muss jetzt mir erstmal eine Axt machen. Da habe ich jetzt falsch nicht aufgepasst. Moment. Werkzeug. Was haben wir denn? So, erstmal eine... Ah, Moment. Ich ahne, was ich machen muss. Ich muss jetzt erstmal... So, das muss auch erstmal... So, und jetzt muss das erstmal alles... Jetzt muss ich erstmal die Axt da machen. So... Level 1. Moment, ich muss jetzt erstmal ein verbessertes Messer machen. So. Drücke den Mausbutton, um die markierte Anleitung für das verfeinerte Messer zu pinnen. Mein Gott, Walter! So, Moment. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, das Verfahren... So, jetzt habe ich das. So. Halte F, um die Survival-Uhr zu betrachten. Jetzt, das ist das Nächste. So. Ah ja. Sonnenstich. So. Ich muss mich abkühlen. So, das heißt, ich muss erst im Schatten sein. Guck mal an, da hinten ist auch noch eine Insel. Und da hinten auch. So. So, dele. So, dele. Und jetzt... kann ich mir ja die Axt machen. Jetzt brauche ich aber noch mal eine Schnur. Jawohl! Und jetzt kann ich die Axt machen. Das ist ja schon mal... Das passt ja schon... Ist ja schon mal sehr gut. Und jetzt kann ich mir die Palme... Jetzt kann ich mir einen von der Palme wedeln. So, ja, jetzt... Aber jetzt muss ich mich erstmal... Jetzt muss ich mir erstmal einen Dings machen. Einen Sonnenstich. Töte eine Krabbe. So. Oh, gross. So, baue ein Lagerfeuer zusammen. So, jetzt muss ich mich erstmal, jetzt muss ich mir erstmal einen Unterschlupf machen. So, 1, 2, 3, 4, 5.
Und dann C. Ich glaube, ich muss... Oh, Kokosnuss. Die Kokosnuss, die nehme ich gleich mit. Jetzt muss ich erstmal in Sichtweite des Bootes meinen Unterschlupf bauen. So, so, hier. Und dann C. So, und dann haben wir hier... Was ist das denn jetzt? Oh, mein Gott. Sag bloß, ich habe keine Schnüre mehr. Ja, dann muss ich noch auf die andere Insel. Da scheitert es schon wieder. Oh, Moment. So. So, jetzt muss ich das, jetzt nehme ich das mal da rein und jetzt rein ins Rettungsboot. Zur Insel, da zur Insel müssen wir gleich zurückkehren. Ich hatte eigentlich gesagt, rein mit dir ins kühle Nass. So. So, jetzt gucken wir mal zur anderen Insel. Jetzt fahren wir mal zur anderen Insel rüber und gucken mal da, was da ist. Ups. Es wird auch schon dunkel. So. Aber wir haben ja schon eine gute Grundlage. So. So. Ah, der Mond geht auf. So. So, Dille. Jetzt muss ich erstmal hier raus.
So, nein. So, jetzt raus hier. Und jetzt hier muss ich den erstmal hier hinziehen. So. So, eine Aloe-Pflanze, die brauche ich nicht. Oh, Kacke! Aua, aua! Und schon habe ich den ersten am Arsch! Alter, du fick dich, du dummes Vieh! Dreckiges... Alter, ich hau dich gleich kaputt! Ich hau dich kaputt, du Arschloch! Scheiße. Tot! Na gut, okay. Also gut, nochmal. So, Tag 1, die zweite. So. Ah, ich muss jetzt aber erstmal das Rettungsboot jetzt hier... So, jetzt muss ich erstmal wieder... Jetzt muss ich erstmal wieder zum Strand gelangen, wie immer. So. So, wie immer, erstmal was aufsammeln und ja, und das so, das haben wir ja schon, das können wir ja schon, da sind wir ja schon Pro drin. So. So. So, das können wir ja hier schon mal machen. Ja, da sind wir ja schon. Das können wir ja schon. Da sind wir ja schon gut versiert. Dann sind wir schon gut versiert. So. So. So, dann machen wir mal hier jetzt die... Ah, da ist noch eine Yucca-Palme. Da ist ja noch die, noch eine Yucca-Palme. So. Jetzt machen wir uns erstmal eine Schnur. So, und nochmal das C, jetzt ganz mit Bedacht. So. So, das Messer. So, die Survival-Uhr, die müssen wir jetzt mit F nochmal. Ja, ja, so, bla 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 bla. Und, so, töte eine Krabbe. Das kennen wir ja schon alles.
So, aber ich werde jetzt erst noch mal ein paar Steine aufsammeln. So. So, oder ich werde die Krabbe noch mal vorher häuten. Ja, was hast du erwartet? Du bist hier in der Wildnis. So. So, jetzt mit Bedacht. Jetzt ganz mit Bedacht. So, Dille. So, irgendwo muss noch eine Yucca-Palme sein, weil ich wäre sonst ziemlich aufgeschmissen, wenn ich hier keinen mehr finden würde. Also das war ich schon, tatsächlich war ich das vorhin schon, aber... Ah, da ist noch eine Yucca-Palme, Gott sei Dank. Jetzt muss ich die erstmal wieder alle suchen. Hier in dem Grün ist das ein oder andere schnell verschwunden. Das finde ich jetzt auch nicht geil. So. So, jetzt haben wir was. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja. Und eine Axt brauchen wir jetzt. So, Dille, jetzt brauchen wir... Moment. So. Frucht-Yucca. Ah ja, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ah ja, und noch ein Werkzeug müssen wir. So, jetzt können wir dann auch die Axt herstellen. Und jetzt müssen wir nochmal aufgucken. Ah ja. Jetzt können wir uns nämlich Palmwedel holen. So, und das, dafür nehmen wir uns jetzt eine schöne Palme und... Und holzen die ab. So, sehr schön. Da ist noch eine Kokosnuss, die nehmen wir später mit. So. So, das müssen wir jetzt wegwerfen, erstmal mit Kuh, weil ich kein Interesse habe. Ich möchte die jetzt erstmal zerteilen, damit ich die Palmwedel für diesen scheiß Unterschlupf habe. Weil ich brauche dringend einen Unterschlupf. So. Und, So, C. Jetzt muss ich mir nochmal angucken. So, also, ich brauche noch ein Seil. Dann haben wir es ja. Sehr schön. Und jetzt können wir uns den Unterschlupf bauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Halten zum Schlafen und Speichern. Nein! Speichern. Sehr schön.
So, dann haben wir das schon mal. Prima. Und jetzt kommt das Feuer dran. So, in Sichtweite des Bootes haben wir jetzt ein schönes Häuschen, ein Shelter gebaut. So, und damit ist die Folge auch schon fast vorbei. So. So, Dille, jetzt brauche ich nur noch ein Feuer. So. So, das mache ich dann in der nächsten Folge. Die folgt direkt im Anschluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis gleich, wenn es wieder heißt, Let's Play Stranded Deep. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.